Herzlich willkommen zu Mediasat Now. Heute sprechen wir über ein Thema, das unser Leben schöner, interessanter und rhythmischer macht. Die Musik. Und wenn wir über Musik sprechen, dann müssen wir auch über das Radio sprechen. Wir alle hören es. Zu Hause, bei der Arbeit, im Büro, im Auto. Das Radio begleitet uns den ganzen Tag. Aber ab und zu kann das Radio auch ein bisschen zicken machen. Zum Beispiel, heute geht's, morgen geht's wieder nicht. Dann muss man die Antenne verstellen. Dann muss man sich die ganzen Frequenzen der Radiosender merken. Also es ist nicht immer ganz leicht, den eigenen Lieblingssender perfekt zu hören. Aber mit Digitalradio wurden diese ganzen Probleme aus der Welt geschafft. Wie der Name schon sagt, werden die Signale nun nicht mehr analog übertragen, sondern digital. Das bedeutet für uns, wir haben weniger Interferenzen, wir haben kein Rauschen und weniger Störungen, wir haben eine viel bessere Qualität und wir können viel mehr Radiosender empfangen. Also Radiosender, die wir vorher überhaupt nicht empfangen konnten, können wir nun mit dem Digitalradio empfangen. Natürlich stellt man sich nun die Frage, ja, was brauche ich denn, um Digitalradio empfangen zu können? Ganz, ganz einfach. Wir brauchen ein Digitalradio und fertig. Also keine Abonnements, keine komplizierten Einstellungen, kein Internet. Einfach ein Digitalradio kaufen und das war's. Falls auch Sie, wie wir bei Mediasat, Musik lieben und Radio endlich ungestört und in perfekter Qualität empfangen möchten, probieren Sie Digitalradio jetzt aus. Eines unserer meistverkauften Radios ist das Telestar M10. Was macht nun dieses Radio so besonders? Sehen wir es uns gemeinsam an. Auf der Vorderseite haben wir ein 6 cm großes Display, welches es schafft, dass sich das Radio und die Uhrzeit perfekt ablesen kann. Also sei es den Radiosender wie auch die Uhrzeit. Dann haben wir einen großen Regler. Dank diesem kann ich das Volumen einstellen, also die Lautstärke, und auch gleichzeitig meine Radiosender auswählen. An der Oberseite haben wir 5 Tasten, welche ich mit meinen 5 Lieblingssendern belegen kann. Und an der Vorderseite befindet sich noch ein 3 Zoll großer Lautsprecher mit integriertem digitalen Soundprozessor, also einem DSP-Prozessor. Dank diesem haben wir wirklich unglaublich gute Töne in einem sehr kompakten Gehäuse. Aber was muss ich nun tun, um einen Radiosender hören zu können? Ganz einfach. Ich schalte das Digitalradio ein und wird der Radiosender, welcher ich zuletzt gehört habe, wiedergegeben. Kann nun auf die Taste Liste drücken. Dann sehe ich die ganzen Sender, welche ich hier bei mir empfangen kann. Übrigens, wenn Sie wissen möchten, welche Sender bei Ihnen zu Hause empfangbar sind, dann ganz einfach auf die Seite der Rundfunkanstalt Südtirol gehen, also www.ras.dz.it. Dort finden Sie die ganzen Radiosender. Also wie gesagt, Kanalliste. Nun drehe ich weiter bis zum Sender, welchen ich hören möchte. Und sobald ich den Sender gefunden habe, bestätige ich das Drücken. Das war's. Aber das ist noch lang nicht alles. Es gibt viele, viele weitere Radiomodelle. Vom kleinen Radio für die Küche oder fürs kleine Bad, bis in größere Radios mit Stereo, dann auch noch mit CD-Player, Bluetooth, Streaming-Portalen, USB-Sticks. Es gibt Radios für unterwegs, Radios zum Einbauen, für den Unterbau. Also es gibt wirklich für jede Gelegenheit das richtige Radio. Besuchen Sie unsere Homepage www.mediasat.com. Unter der Sektion Digitalradio finden Sie alle verschiedenen Modelle. Oder klicken Sie auf Infocenter, dann auf Kataloge. Dort können Sie auch unseren neuesten Prospekt downloaden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge nicht verpassen auf unserer Homepage www.mediasat.com, auf Facebook oder auch auf YouTube. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.